Heute lassen wir es mal so richtig schwingen. Denn das ist unser heutiges Spiel, was wir heute mal anzocken werden, nämlich Swing. Swing ist ein schöner Geschicklichkeitsspiel-Klassiker von Software 2000, die es ja leider nicht mehr gibt, aus dem Jahre 1997, also auch schon 20 Jahre alt. Erschien für DOS und Windows 95, also man konnte es auch auf uralten Rechnern spielen, habe ich einmal probiert, sollte man allerdings nicht machen. Werden wir auch mal zocken, allerdings auf einem Pentium-Rechner. Da wird das auch definitiv laufen. Was ist das für ein Spiel? Man muss kleine, bunte Kügelchen so entsprechend anordnen, dass man Punkte bekommt. Klingt einfach, ist es allerdings nicht. Das wird mit der Zeit schwerer, umso mehr Kugeln dann auch hineinkommen. Man muss die wirklich so anordnen, dass man dann auch so eine Konstellation hat, dass man da Punkte kriegt und dass auch die Kugeln verschwinden. Ja, kann man sich ungefähr so vorstellen wie Tetris. Das wurde auch sehr, sehr gerne mit Tetris verglichen. Allerdings ist das eine eher geschicktere Variante von Tetris und eigentlich sogar noch eine völlig andere. Aber es ist ein sehr kniffliges Geschicklichkeitsspiel, denn es wird immer kniffliger, umso mehr Kugeln dazukommen. Und es sind nicht weniger. Und wer es zu den höheren Leveln dann auch immer geschafft hat, wer auch immer das Unmenschliche da hinbekommen hat, ja, der war dann wohl der Oberprofi in diesem Spiel. Was wir gleich mal anzocken werden, und zwar 30 Minuten lang, 30 Minuten angezockt, Swing! Ja, herzlich willkommen zum Angezockt von Swing. Ein sehr schönen Geschicklichkeitsspiel von Software 2000, wie ich schon mal erwähnt habe. Ja, wir können uns ja mal das Einstellungsmenü angucken. Das sollte so eigentlich ganz gut klappen. Wir können auch von diesem Spiel das System checken lassen, ob es überhaupt geeignet ist für das Spiel. Aber wie man so sehen kann, ist es eigentlich perfekt dafür. Also selbst so ein simpler Einsteiger-PC aus dem Jahr 97 hat vollkommen ausgereicht für das Spiel. Und da beging gerade so eine Kugel Suizid. Also es ist ein wunderschönes Spiel. Wir können uns auch hier die ganzen Extras angucken. So wird das nämlich gespielt. Man hat diese verschiedenen Kugeln, muss man so verschieden anordnen. Und da gibt es auch verschiedene Extras, die man da einsetzen kann und die auch im Laufe des Spiels auftauchen. Sting, Color Stone Maker, was die alles hier machen, Shadow Clock. Wir werden es einfach mal auf gut Glück mal anspielen. Herz werden wir öfters sehen, Sterne natürlich. Werden wir uns mal alles ansehen und ich würde einfach mal sagen, nein, wir starten dann nicht ein einfaches Sudden Death in freier Spielstufe. Geht nämlich von einfach, normal, schwer, extrem bis frei. Und ich muss darauf achten, weil die Enter-Taste von dieser Tastatur, die ist ein bisschen eigenartig, die tippt manchmal zweimal. Jetzt haben wir dann noch eine Kugel, die können wir nochmal kurz gucken, was die macht. Nix. Hat sich nur umgeschaut. Ist immer sehr schön, was die da ins Menü eingebaut haben, finde ich sehr süß gemacht. Wir starten einfach mal das Spiel. Kann hier noch einstellen, Spielstufe, normal. Ich wollte eigentlich nicht frei spielen, ne? Ich wollte eigentlich auf einfach spielen. Machen wir einfach mal ein einfaches Spiel. So, und so ist das aufgebaut. Man hat im Übrigen kein Zeitlimit. Man kann sich also genau überlegen, wo man was hin platzieren möchte. Wir haben hier jetzt erstmal zum Beispiel Rot, Grün, Blau und Türkis. Das ist noch gut. Also im Beginn ist das noch relativ einfach, da hier alles noch zu platzieren. So, auch wenn da unten eine Zeit läuft, kein Zeitlimit. So, dann seht ihr erstmal, da ist auch eine gewisse Physik dahinter. Und diese Physik macht das Spiel ein bisschen komplex. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Quadro haben wir jetzt weg. Man muss die wirklich so daneben anordnen, damit das Feld geräumt werden kann. Muss die auch hier überall platzieren, damit die auch überhaupt einen richtigen Platz haben. Und die Musik ist auch sehr unterhaltsam, finde ich. Grün machen wir mal da hinten hin. So, mal gucken. Man muss da wirklich so ein bisschen drauf achten, weil dann kommen da mehr Gewichte auf diese Stelzen da unten. Und dann kann es sein, dass eine Kugel mal eben wegfloppt. Kommt auch durchaus vor. Damals habe ich das immer so gemacht, dass man da die Kugeln übereinander stülpen muss, damit man Punkte bekommt. Ist aber nicht so. Man muss die ein bisschen clever anordnen, damit da überhaupt Punkte entstehen.
Wie ist jetzt das zum Beispiel darüber geflogen? Mal gucken, kriegen wir so einen Punkt? Nein, da müssen mindestens 3 Kugeln nebeneinander sein. Und dann ist das, glaube ich, weg. Ich glaube, so war das. Also, Regelwerk ist auch so ein bisschen komplex. Siehst du, so ist das zum Beispiel immer noch nicht verschwunden. Das ist grün. Blau, ich glaube. Ah, siehst du? Waren es doch 3 Reihen. Also wenn 3 nebeneinander sind, verschwindet das schon mal. Und die aneckenden Kugeln auch noch gleich mit. Wir haben da sogar noch einen Multiplikator, aber so schnell kann man da auf gar keinen Fall Punkte wegkriegen. Zumindest ich nicht. So, jetzt muss ich gut überlegen, wo ich die blaue 2 hinmache. Dann ja auch noch so verschiedene Zahlen. Ja, jetzt wird das zum Beispiel zusammengefasst. Damit da halt nicht übervoll wird. Und wenn es übervoll wird, das ist meistens kritisch. Es hört sich immer so an, wie als würde man gerade so Mineralwasser aufmachen. Ich könnte das Rot jetzt hier runterstülpen, aber dann habe ich nichts mehr für Grün. Das Risiko müssen wir mal eingehen. So, jetzt könnte man doch bald auch die Reihe wegkriegen. Die Reihe kriegen wir auch bald weg. Tja, ich könnte das... Ich glaube, das Blaue geht danach weg. Na, genau. Genau. Dann machen wir das hier hin. Ist das auch weg? Ja, direkt danach haben wir was weggemacht. Also gilt der Multiplikator. Jetzt haben wir schon 3316 Punkte. Also es ist auch so eine Art Geduldsspiel. Einfach clever überlegen, was man da jetzt als nächstes macht. Zum Beispiel kann ich das jetzt hier wieder runterstelzen, damit... Ja, jetzt wird das wieder begradigt. Das andere ist ja zu schwer. Ich glaube, jetzt kriegen wir hier richtig viele Punkte. Naja, 765 immerhin. So, aber viel mehr kriegen wir jetzt nicht. Und jetzt kommen so langsam aber sicher Symbole hinzu. Das hat man schon in den Herz gesehen. Kann man nicht mit den anderen kombinieren. Denkt man ja so. Ich hoffe, ich kann das Spiel gut erklären, weil ich wurde für das letzte Video gelyncht. Quasi gelyncht dafür, dass ich das falsch erklärt habe. Da haben wir sogar ein Fragezeichen. Das Fragezeichen hatte ich noch nie. Ah, okay, wir haben eine Bombe. Wir können jetzt also irgendwo eine Bombe werfen, da wo wir gerade irgendwas nicht brauchen. Ja, da macht nur das oberste weg, okay. Mal gucken. War das clever? Ich weiß das jetzt gar nicht. Jetzt ist Dunkelrot hinzugekommen. Eigentlich doof, weil so viele Farben möchte ich ja eigentlich überhaupt nicht haben. Das will man nie haben. Weil man eigentlich so gut wie alles... Ich glaube, jetzt mache ich alles falsch hier. Man will ja eigentlich so gut wie wenige Farben haben. Ups, da ist jetzt trotzdem was weggegangen. Auch sehr interessant. Ruckel, ruckel, ruckel. Jetzt ruckel das ein bisschen. Und es ist nicht Amarek TV. Gott sei Dank. Hui, jetzt haben wir wieder einen großen Haufen weg. Das ist sehr schön. Aber wirklich sehr, sehr schöne Musik. Schön entspannt. Kann man sich gut konzentrieren. Und tatsächlich kennen dieses Spiel doch schon einige Leute. Also ich war selber erstaunt. Weil solche kleinen Geschicklichkeitsspiele kennt man ja sonst selten. Aber es ist ja ein Spiel made in Germany. Und sowas muss man ja kennen. Ne? Ups, jetzt habe ich das wieder weggemacht. Das auch. Wohin mit den Roten? Also jetzt wird es langsam schon ein bisschen knivelig, weil ich doof hier alles total falsch platziere. Erstens das. Wie gesagt, das Spiel habe ich nicht so oft gespielt. Ich kenne es zwar auch aus meiner Kindheit, aber ich habe das Spielprinzip nie wirklich kapiert. Kommt als Kind, kommt im Kindesalter durchaus vor, dass man einige Spielprinzipien nicht kennt. So. Ich glaube, hier, das wird auch nichts mehr. Ja, ich muss irgendwie diese rote Reihe wegkriegen. Da wird schon langsam ein bisschen rot, weil da wird es jetzt ziemlich kritisch. So. Da haben wir die jetzt auch weg. So, ein bisschen, ein paar Kugeln sind jetzt schon weg. Das ist doch schon mal schön. Wir können gleich auch nochmal eine Runde spielen in schwer, also
Es gibt bestimmt Vollprofis unter euch, die das Spiel perfekt beherrschen. Ich kann es mir bestimmt schon ausdenken, dass da welche unter euch gibt, die das Spiel sowas von durchgesuchtet haben, wie kein anderer. So, ich muss echt gut überlegen, was ich jetzt hier gerade mache, weil die Grünen kann ich... Also, jetzt die grüne Farbe ja jetzt nicht allgemein politisch, die Grünen kann ich hier absolut nicht gebrauchen. Das würde jeder sagen, natürlich. Wir haben sogar eine bunte Kugel. Das zählt einfach für jede x-beliebige Farbe. Ich sehe aber auch gerade da unten, eine bunte Kugel kriegen wir nach 13 Vorgängen. Jetzt nach 12. Jetzt haben wir Lila dazu bekommen. Meine Fresse. Das wird hart. Das wird echt hart. Bei Lila habe ich absolut keine Ahnung, wo ich das jetzt hin platzieren soll. Einen Stern, der keinen Namen trägt. Also es wird sehr, sehr kritisch jetzt hier. Wo soll ich mit den Roten hin? Meine Fresse. Ja genau, eine Dreierreihe reicht schon völlig aus. Uiuiui, jetzt habe ich aber richtig viele wegbekommen. Das ist gut, jetzt haben wir ein bisschen Freiraum. Ob uns das was nützt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Absolut nicht. So, ich hätte gerne noch was Grünes. Das holen wir uns gerade mal eben. Ist das hier weg? Sehr schön. Und, ach ja, ich habe fast vergessen. Genau, Fragezeichen, was ist das denn diesmal? Ah, ich hätte mal in die Info gucken sollen, was das ist. Was macht das eigentlich? Ah, okay. Ist das eine Bombe oder was macht das? Ich guck gerade mal, was das macht. Erstaunlich viel. Vielleicht kann es mir jemand von euch erklären, was das macht. Also, ist ja nur ein angezockt. Also, ich spiele da allgemein vieles blind drauf los. Daran müsst ihr euch gewöhnen, dass ich halt vieles als sofort anspiele, ohne irgendwie eine Anleitung gelesen zu haben. Was man ja meistens macht. Tatsächlich. Hoppala! Und weggesprengt, die Scheiße. Haha. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommt da noch ein rotes hin. Können wir hier wieder Türkise machen. Dich brauche ich aktuell nicht, aber ein rotes wäre nicht schlecht. Sehr schön. Wir kommen auch besser voran, als ich gedacht hätte. Also manchmal gibt es wirklich so kritische Momente, wo man sagen müsste, jetzt bin ich voll am Ablosen. Und dann auf einmal haut's dir alles weg hier. Ah, okay, was ist das jetzt? Oh. Der Stern hat bei eben alles weggehauen. Jetzt haben wir ein komplett freies Feld. Oh, jetzt würde ich eigentlich sogar mal gerne weiterspielen. Wir wollen uns natürlich auch mal die anderen Spielmodi ansehen. Zum Glück kann man das aktuelle Spiel auch speichern. Diese Möglichkeit gibt es hier wenigstens. Ich habe sogar vor einiger Zeit ja auch mal ein Spiel gespeichert. Schau mal einer an. So, der lädt auch alles von CD. Deshalb dauert das ein bisschen. Genau, da kann man jetzt hier das Spiel nämlich laden. Ich war vorher sogar ein etwas niedrigeres Level. Schau mal an. Ja, was ich da die ganze Zeit verhindern wollte, den freien Modus. Da kann man die Spielstufe einstellen. Normal, schwer, extrem, unmöglich. Gibt's auch. Startlevel 10, Endlevel 950. Es gibt noch extrem viele Level. Also wer es bis dahin geschafft hat, meinen Respekt hat er jedenfalls. Kugeln pro Level. Wir können die sogar erhöhen. Wir können einfach mal alles völlig übertrieben machen. Können wir sogar das Startlevel erhöhen. Meine Fresse. Bis 45 geht das. Meine Güte. Endlevel geht bis 950. Fragezeichen. Oft. Na ja, machen wir oft. Und was haben wir hier für Symbole? Was bedeutet das eigentlich? Wie oft das vorkommen soll? Diese Happa-Happa-Dinger. Mal gucken, wie das unmögliche Spiellevel aussieht. Ah, da gibt es auch immer wieder höhere Zahlen und sehr bunte Kugeln. Also das sieht wirklich sehr unmöglich aus, weil, guckt euch mal schon die unterschiedlichen Farben an. Wo zum Geier soll man die überall hinmachen? Da ist rot, da ist Silber, da ist jetzt rot gestreift, da haben wir lila gestreift. Um Gottes Willen, das ist wirklich unmöglich. Also da hat das Spiel wohl mehr als recht. Das ist
extremst unmöglich, weil guckt euch mal die unterschiedlichen Kugeln an. So viele unterschiedliche Kugeln, wie kann man da den Überblick behalten? Da unten werden übrigens auch die Punkte zusammengezählt oder so zu, oder... Nee, ich glaube, das steht für Gewicht, kann das sein? Wenn ich jetzt hier mal richtig viel... Genau, das wird gewichtet. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch mehr als 66 mache, ich probiere das mal kurz gerade, mit 29, genau, dann hat das da drüben weniger Gewicht. Das heißt, die Zahlen da unten stehen für Gewicht und ich werde gerade angeschrieben, genau, soll uns aber nicht ablenken, die Zahlen da unten stehen für ein gewisses Gewicht. Und je nachdem, wie leicht oder wie schwer da eine Kugel ist, was da in der Zahl steht, da, das wirkt sich so auf diese Stelzen aus. Wir können das zum Beispiel jetzt so provozieren, dass jetzt dieses Teil mehr wiegt als das daneben. Und dann geht das hoch, dann wird es weniger und dann wird da eine Kugel weggeschleudert. Darauf muss man auch ein bisschen achten. Es gibt unfassbar viele Indikatoren bei diesem Spiel, auf die man achten muss, tatsächlich. Und das macht das Spiel schon ein bisschen knifflig. Gibt es denn da noch so eine andere Spielstufe, die wir vielleicht spielen könnten? Startlevel 1, Endlevel... Oh, warum nicht? Wir können ja mal Endlevel 2 machen. Kugeln pro Level haben wir richtig wenig. 10. Mal gucken, ob wir dieses simple Spiel schaffen können. Ach du Scheiße. Okay, das ist viel zu einfach. Selbst für mich. Aber man kann das auch so schnell spielen hier. Hier endet das Spiel, das vorgegebene Ziel wurde erreicht. Solange sie die eingestellten Werte nicht ändern, bleibt die folgende Highscore-Tabelle erhalten. Oh mein Gott, das wäre extrem schnell im höheren Level. Ja, so, das kannst du ja... Genau. Jetzt werde ich gerade angeschrieben. Das ist super, wenn ich während einer Aufnahme vergessen habe, das Handy stumm zu schalten. Aber das ist mir viel zu einfach hier, um Gottes Willen. Also man kann die Kugelanzahl richtig niedrig machen. Aber wir können mal das Endlevel erhöhen. Soweit war ja nicht mal ich. So, mal gucken, wie das jetzt hier. Aber man kann das ja auch richtig schnell runterpurzeln lassen. Da kommt das Spiel schon ein bisschen in die Petrouille, oder wie das auch mal heißt. Mal gucken, was wir hier machen. Uah. Also egal, was wir machen, wir können nicht verlieren. Du kannst dir durchklicken und schon hast du es durch. Nach gerade mal 18 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Ja, da hat das Spiel geendet und wir haben eine unglaubliche Punktzahl. Ich glaube, das wird... Das wird sogar da eingetragen. Also, man kann auch blindlings hier Kugeln platzieren. Und mit ein bisschen Glück kann man gewinnen. Wie geil ist das denn? Ja. Aber ihr habt ja gesehen, vorhin haben wir das Spiel auch ganz vernünftig gespielt. Es gibt sogar einen Mehrspieler-Modus, Competition Arcade, zwei Spieler. Man kann es auch im Netzwerk spielen. Aber man kann auch zu zweit da was spielen. Ich glaube, Competition heißt bestimmt, dass man da zusammenspielt. Genau, ich glaube, der steuert das mit den WASD-Tasten, ich mit den Pfeiltasten. Ich versuch's gerade mal, weil ich gerade keinen Mitspieler da habe. Je nachdem, wer schneller irgendwas macht. Aber da kommt das Spiel auch schon ein bisschen ins Schwanken. Der zweite Spieler hat schon verloren. Und ich habe gewonnen. Okay. Ja. Also, wenn da auch sehr viel Aktion ist, kann man das Spiel durchaus zum Ruckeln bringen auf einem simplen Einsteigerrechner, will ich mal anmerken. Das ist ja der Retro-Rechner 1. Ich schreibe auch immer in die Beschreibung rein, welchen PC ich ja gerade verwende. Aber diese Spiele kann man nicht speichern, auch gut zu wissen. Arcade, was war das denn nochmal? Das sieht aus... das sieht so ähnlich aus, ne? Synchronzerstörung, yay! Okay, je nachdem, was K.O. gemacht wurde und welche Siege man hat. Deshalb, das ist also der Arcade-Modus, gut zu wissen. Weil das Spiel habe ich noch nie zu zweit gespielt, geschweige denn im Netzwerk. Im Netzwerk könnte das bestimmt auch kritisch werden, weil...
hat ja bestimmt solche uralten Protokolle und ja. Wir können uns auch hier das Intro anschauen. Wobei es tatsächlich so ein ähnliches ist wie das, was man zu Beginn gesehen hat. Ah nein, das ist sogar noch länger. Okay, da wurde einfach nur eine Kugel, ja, wiederbelebt. Closed for Renovation. Jetzt wird da unten gerade renoviert, auch nicht schlecht. Ja. Die Rangliste kann man sich angucken von den einzelnen Modis. Competition und Einzel. Genau, wollen wir eigentlich nochmal eine Runde... Ach nee, wir können ja uns ja mal... angucken bei Extrem, wie es denn da aussieht. Wenn man da nichts vorher einstellt und sowas. Ja, sieht auch schon sehr lustig aus. Weil wir ja auch schon zu Beginn unterschiedliche Kügelchen haben. Und wir müssen da wirklich so ein bisschen aufs Gewicht achten, weil, sieht man ja hier, es fügt dem erstmal Gewicht hinzu. 3 Kilo, das ist erstmal leichter als das daneben. Wenn ich hier 4 Kilo hinzufüge, das ist leichter als das daneben. Hier kann ich 6 Kilo hinzufügen, das ist aber leichter als das links daneben. Und hier kommt erstmal die Kugel rüber. Das sind wirklich so interessante Indikatoren, die man bei dem Spiel beachten muss. Man muss wirklich so auf vieles achten, auf das Gewicht, dass die Kugeln auch die richtige Farbe haben und dass man da auch... entsprechende Aneinanderreihung hat, dass das dann auch mit dem Verschwinden klappt. Alles solche Sachen, auf die man achten muss. Deshalb, dieses Spiel ist auch unfassbar knifflig, aber sagen wir es auch so, wenn, es haben sogar, glaube ich, einige Spieleredakteure damals geschrieben zu dem Spiel, unter anderem auch die GameStar, die hat das Spiel auch getestet, dass das ein perfektes Feierabendspiel wäre. Dass man sich so gesagt hätte, ja, das ist so ein Spiel, was ich gerne zu Feierabend dann auch zocken würde, so nach einem harten Arbeitstag. Was so ein Spielredakteur auch sonst machen, so einen ganzen Tag. So. Weil die sind ja nur am Zocken. Selbst zu Feierabend zocken die eine Runde. Auch deren Feierabend-Entspannung ist was zum Zocken. Glaubt man gar nicht. Glaube ich zumindest. Ich habe ja keinerlei Erfahrung. So, da ist jetzt auch die eine Kugel weg. Tja, bei diesem Spiel kann man sich sprichwörtlich die Kugel geben. Nein, darüber macht man keine Scherze. Darüber macht man absolut keine Scherze. So, jetzt ist die Kugel auch weg. Und wie viele Punkte man da auch kriegt, meine Güte. Da ist er schon unglaublich. Und das da wird jetzt gerade mit 36 Kilogramm belastet. Keine Ahnung, also das sind zwar Gewichte, aber inwiefern das jetzt Gewichte sind, ob das jetzt Kilogramm ist, Gramm oder Liter, kann ja auch sein, wird, glaube ich, nicht genauer definiert. Aber das ist ja auch schon ein bisschen knifflig, vor allen Dingen, die Anzahl der Farben macht das Spiel auch so furchtbar knifflig. Das ist immer das Problem. Wenn es so wenige Farben wäre, wäre das ein Klacks.
Also das hat er ja vorhin gesehen, das hat angefangen mit nur einer einzigen Farbe. Da kannst du definitiv gewinnen, dann kamen nur ein paar Farben hinzu und dann, ja. Aber hier, da kommen ja noch richtig viele Farben hinzu, wenn man jetzt mal so, sich so umguckt. Wir haben Türkis, wir haben Dunkelrot, wir haben Rot, wir haben Blau, wir haben Lila, wir haben Grau, nennt man das Grau? Nee, Braun. Grau, Braun, glaube ich. Grün, habe ich das mitgezählt? Weiß ich gar nicht. Wir haben auf jeden Fall mehr als 5 Farben. Das ist schon bemerkenswert. Und wir sind jetzt schon bei Level 8. Also für mich ist das viel, aber jetzt sind wir schon bei Level 9. Und so schnell geht das. Aber wir müssen ja im Hinterkopf behalten, es gibt 950 Level. Und ich will absolut nicht wissen, wie Level 950 aussieht. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand auf der gesamten Welt auch, also das Spiel wurde, glaube ich, auch in englischsprachigen Ländern unter dem Titel Marble Madness verkauft. Ob es irgendjemand auf der Welt geschafft hat bis Level 950, das ist eigentlich absolut unmöglich. Finde ich zumindest. Aber es ist tatsächlich ein sehr schönes, entspanntes Spiel und kriegt man auch bestimmt relativ günstig bei eBay. Zwar jetzt, also gerade die Big Box-Variante, die ich euch da zu Beginn gezeigt habe, die ist relativ selten, aber ich denke mal, da gab es ja auch die Computerbildspiele, die hat das ja auch ausgeliefert. Irgendwann in einer 2000-Ausgabe, wenn ich mich recht entsinne. Und selbst da kann man das Spiel auch relativ günstig holen. So, ich kann jetzt hier die Kugeln befüllen. Ich glaube, da haben wir es erstmal erfolgreich verloren. Ja, jetzt kann ich hier irgendwas davon machen und dann haben wir verloren. Also es darf nicht bis weit hoch kommen, dann hat man sonst verloren. Außer jetzt hier habe ich schon den Highscore geknackt. Wer, man glaubt es kaum. Aber nur bei Einzelspieler extrem. Also es gibt schon einzelne besten Listen für jeden Schwierigkeitsgrad. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, was ich damals so gespielt habe, weil ich, mir ist da auch aufgefallen, ich habe das Spiel damals schon gespielt und habe es bis Level 4 geschafft. Da habe ich viel zu wenig gespielt. Meine Güte, dieses Spielstand wurde bereits geladen. Eventuell erreichte Highscore nicht eingetragen. Ah, so weit habe ich es bis dahin schon mal geschafft, aber das ist, glaube ich, die sinnvollere Anordnung. Wenn ich mal mich so umschaue, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das mache, dann sollte es eigentlich weggehen. Aber wie gesagt, auf die Gewichte muss man achten. Die Gewichte, die sind sehr wichtig. Das war unfreiwillig. Ich Vollidiot. Dann machen wir es hier. Das Grüne da. Und das Blaue da. Ich Vollidiot. Kann man das Grüne hier platzieren? Das macht ja dem daneben nichts aus. Das ist ja so verbunden, sieht man ja an den Zahnrädern. Wenn das daneben zum Beispiel ist, wo kein Zahnrad verbunden ist, ist das eigentlich völlig schnuppe, wie man das da bewerkstelligen will. So, das Rot mache ich mal dahin. Spielen wir einfach mal mein damaliges Level weiter. Ich weiß gar nicht, wie alt das inzwischen ist. Ja, jetzt ist das schon darunter. Das ist sehr gut. Genau, jetzt ist das so rübergeplumpst. Mal gucken, was müssen wir denn bewerkstelligen? Ich glaube, dann fliegt auch die 3 rüber. Können wir aber verhindern, indem wir das hier einfach mal machen. Manchmal zuckelt das Spiel ein bisschen rum. Das ist aber, glaube ich, abhängig von eurem CD-Laufwerk. Also ich will jetzt hier zu gerne die Aufnahmesoftware, die ich hier nutze, um Bilder von der Capture-Karte abzugreifen. Ich will das gerne verurteilen, aber das ist nicht Schuld. Das ist leider nicht die Schuld der Capture-Software. Das ist mehr oder weniger die Schuld des CD-Laufwerks. Was ein bisschen lahmarschig ist. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass wir jetzt gar keine Musik haben. Anfangs wurde noch Musik abgespielt und jetzt ist sie auf einmal weg. Hm. Auch schön. Das hätte ja durchaus klappen können, aber auf die Gewichtung müssen wir ja achten. Das ist auch, auch so ein furchtbarer Indikator.
Wo man auch so sagen könnte, ja, Mensch, hätte ich bloß das beachtet, dann hätte ich jetzt bestimmt schon gewonnen, aber nein, darauf habe ich absolut nicht geachtet und ja, jetzt bin ich voll am Arsch. Also man ist nicht nur am Arsch, man ist ein Arsch. So, das ist jetzt aber auch schön weg hier. Und sobald man die Sterne da eingesammelt hat, ist dann auf einmal das ganze Feld leer. Und das ist das Schönste. Ich finde es immer so schön, wenn da was unerwartet Gutes passiert. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Dass man einfach auf gut Glück spielt. Halt nicht so wirklich auf die Gewichtung achtet und sowas. Ja, hier zum Beispiel einfach mal das auf sich zukommen lässt. Was da jetzt zum Beispiel passieren könnte. Und das hat trotzdem gegolten, gegeltet, golten, je nachdem. Aber gut, dieses Spiel will ich erstmal nicht weiter anfassen, wer weiß, wie alt das schon ist. Denn wir sind auch schon wieder durch mit unserem Angezockt. Und ich würde einfach mal sagen, Kebu, was ist dein Fazit? Tja, wie lautet mein Fazit zu Swing? Ja, es ist eigentlich ein positives Gut. Es ist kein so unfassbar riesiges Spiel. Das muss man ja offen zugeben. Ist ja wirklich nur so ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Aber für zwischendurch, dafür mal so ein bisschen zu kniffeln, wo die Kugeln hin müssen, wie die Gewichtung ist, welche Farbe da jetzt so irgendwo hin muss, das fasziniert an dem Spiel. Und deshalb ist auch wirklich was für Rätselfreunde, die einfach mal so raten müssen, ah, da ist jetzt diese Zahl, diese Gewichtung, was passiert, wenn ich jetzt die Kugel da runterfliegen lasse und dann die Kugel da entsprechend die Laufbahn da fliegt. Da ist richtige Physik dahinter in dem Spiel und das macht das zu einem richtig schönen Nebenbeispiel, dass man einfach so sagen könnte, ach, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust jetzt auf so einen riesigen Titel, wo ich einfach so, was weiß ich, einfach drauf losballern muss, einfach drauf losfahren muss. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Half-Life oder Need for Speed, so zum Beispiel. Sondern einfach mal nebenbei hinsetzen und einfach mal grübeln, wo muss denn jetzt irgendwo die Kugel hin? Und das ist das Faszinierende an dem Spiel. Also es ist sozusagen eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat doch vor allen Dingen für die Zeit eine ganz ansehnliche Grafik. Auch wenn da jetzt nicht so eine aufwendige Grafik-Engine da ist. Hat man ja, glaube ich, gesehen, auch wenn das Spiel da ein bisschen geruckelt hat. Aber es ist ein sehr schönes Geschicklichkeitsspiel, wo man wirklich grübeln muss und was dann auch einen so wirklich fesselt. Einfach mal so die Jagd nach Punkten und nach Leveln, das ist da wirklich gegeben. Und deshalb würde ich einfach sagen, holt euch das Spiel. Spielt es einfach mal, kauft es euch und guckt einfach mal, was die Deutschen, also wie gesagt, Software 2000, das sind deutsche Entwickler gewesen, was die so für ein wunderschönes, vor allen Dingen süchtig machendes Nebenbeispiel so kredenzt haben. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und würde einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video bzw. zum nächsten Angezockt wieder. Bis dahin, meine Freunde, und tschüssi. Ich könnte es jetzt wie so einen typischen YouTuber machen, einfach so machen. Aber das mache ich nicht. Ich verabschiede euch so.